sie in Ruhe. Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gern aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Mir fällt doch gerade was ein, wir könnten doch das irgendwie in die Tasche. Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Ja. Und wie schaut's mit Enttauchungscreme aus? Lilly war sich sicher. Ja. Das ist klasse. Enttauchungscreme. Vielleicht beim Geier. Geierstoßstück. Was ist das? Habe ich nicht da etwa verdorbenes Fleisch? Mm-mm. Dann putz dir mal die Zähne. Toll. Und ein Deo? Was ist... Ja, toll. Enthaarungscreme und ein Deo. Wer könnte das brauchen? Gibt's hier drin vielleicht noch was? Ne, hier ist niemand. Hier gibt's bloß einen Kaffee. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämon so aufgeregt hatte. Ihr erschien das alles ganz logisch. Ja gut, also da können wir auch nichts mehr machen. Wir können bloß noch rausgehen. In den Saloon. Vielleicht brauchen die da Enttauchungscreme. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Er zieht gerne an der Leine. Ich komme auf diesen Hund ja nicht klar. Ach Gott. Können wir das vielleicht auch kühlschellen? Das musste nicht gekühlt werden. Lilly fand es auch so schon cool genug. Da. Das musste nicht, Lilly. Ja. Okay, das nützt nichts. Goldgräber. Sprechen wir mit dem. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Weg zur Mine. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Nee, das war nur sein Router, der heiß gelaufen ist. Ja gut, ich wüsste auch nicht, was ich da noch groß machen soll, sonst gibt's hier aber nichts, was wir machen könnten. Nein. Ich gehe mal in die reale Welt zurück. Schlaf nicht so, Lilly. Lass den anderen was übrig. Wie das aussieht. Und hier, aber hier können wir auch nichts mehr machen. Ja, Flunderautomaten. Alkoholtrinker, Feuer machen. Ja, Asterix und Obelix und so, ne? Wie ich gesagt habe schon. Ja. Rockneul habe ich. Okay. Ja. So, jetzt können wir... Jetzt können wir... Na... Vielleicht irgendwie Deo? Mit... Oh, Deo und Feuer, ne? Viel Spaß. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, sie sparte sich diese... Ja, und die Enttauchungscreme. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer... Sie spa... Oh, Junkfood können wir uns mitnehmen? Oh. Das habe ich jetzt irgendwie... Ich war das nicht. Ja. Und jetzt wissen wir auch, wie wir diese Satteltasche befüllen müssen. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Heimlich. Es sollte eine Überraschung werden.
Kann die jetzt das Ding zumachen? Nee, kann's nicht. Also jetzt kommt Goldgräber. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen deinem Vergiss et? Ich will dich wegen der Mine löchern. Wendigo mit zur Mine. Ja, Mine. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine Weit... Vielleicht lohnte es sich ja... Ja, gut, Wendigo. Gib dir keine Mühe. Ich habe dir alles gesagt, was ich über Wendigos weiß. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Weg zur Mine. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Also muss ich weg. Du musst weg. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ja, finde ich auch. Du musst da unbedingt mal wieder hin. Ja, können wir jetzt ins Westendorf zurück? Ich hoffe, das hört man nicht, dass ich die ganze Zeit wieder mit meinen Kopfhörern am Rumwerkeln bin, weil das irgendwie nicht so ganz hinhaut. Ne, das ist immer blöd mit... Oh! Kann ich hier irgendwo in Prärie? Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Sagt wer? Bitte was? Erstens, diese Geier kreisen nicht über der Mine. Zweitens, wie hat sie da hingefunden? Ich meine, ich habe da keinen Weg runter gesehen. Und drittens, immer. Was? Das ist Fell! In der Wüste! Es ist ein Wunder, dass er nicht verreckt ist. Oh. Wenn das Sonnencreme ist? Nein, danke. Ich benutze meine eigene Dialux Protect Sensitiv mit Lichtschutzfaktor 3000. Deine Sonnencreme ist blau. Nicht? Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, Versteck. Kann ich ihn wieder hinstellen? Nee, kann ich nicht. Also ich kann den Wendigo und... Himmel. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Ja. Also ins Versteck kann ich nicht. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig. Und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Ja. Nee, doch scheißegal, was der Typ sagt. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Doch scheißegal, was der Typ hier sagt. Geh rein da. Ja. Und vielleicht Dio? Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Doch. Na siehst du. Kann ich da nicht kombinieren? Immer wenn Lilly mit Chemikalien hantierte, hielt das Universum den Atem an. Ach, schön. Okay, also ich muss ihm hier irgendwie Enttarnungscreme. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Nee. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig. Und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern.
Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja. Aber irgendwie müssen wir doch... Also, rekapitulieren wir. Um es mit Justus Jonas Worten auszudrücken. Wir haben einen Wendigo. Aber wo ist sein Sonnenspray? Kann ich hier irgendwas machen? Das war nicht nötig. Der Himmel trug heute Glatze. Mein Gott. Manchmal sind die Witze so schlecht, dass... Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten, Lilly entschied... Ach so. Oh, Entschuldigung, dass ich das weggemacht habe. What the fuck? Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Jetzt mal ganz ehrlich, da kommt ein Ozonloch auf uns zu. Ich hoffe, das hört man nicht, wenn ich das Mikro die ganze Zeit verschiebe. Ich glaube aber, das hört man schon. Da kommt ein Ozonloch auf uns zu. Das Ozonloch ist da. Das kommt nicht auf einen zu. Und zweitens, Lili hat da kurz drauf gedrückt. Naja, ist ja egal. Und jetzt austauschen. Oh, ja. Es geht los. Schnell eincremen. Die Füße hat er vergessen. Huch. Schöne Scheiße. Ja. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Aber Lili, die da steht mitten im Sonnenstrahl-Ding da. Also, der passiert natürlich nichts. Nein. Lili doch nicht. Okay. Ja gut, das finde ich gut, dass wir gleich hier sind. Okay, wir haben Ednas Karte. Zu was brauchen wir Ednas Karte eigentlich noch? Ah, ich hab's nicht aktiviert. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Ja. Hier, gefährliche Orte. Weg. So. Ins Versteck rein und jetzt bin ich gespannt. Ja. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Was zum Inferno? Kann man da durchschauen? Ja, kann man da durchschauen. Das okay. Das ist jetzt ein bisschen unlogisch. Dass die da genau auf das... Ja, ich sag nix. Uhu-Pfeife. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Ihre Uhu-Pfeife, oh Gott. Sie hat sie vergessen. Da haben wir noch Notiz und hier haben wir Glühwürmchen anscheinend drin.
Reicht ja nicht die hier, die 400 Kerzen hier das. Da müssen auch noch Glühwürmchen her. Man soll ja nicht zeigen, wenn es einem gut geht. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Huh.